Es geht wieder los. Nach mehr als 7 Jahren Pause zeigt Sat.1 ab dem 5. September, 20.15 Uhr, neue Folgen der Spielshow Fort Boyard im deutschen Fernsehen. Erneut stürzen sich in der deutschen Ausgabe ausschließlich Promis in die Prüfungen, die neben Ausdauer und Geschicklichkeit vor allem auch eine gehörige Portion Mut mit im Gepäck haben sollten. Wer bislang noch keine Folge der Gameshow Fort Boyard gesehen hat, hier erfahren Sie alles Wissenswerte über das große TV-Comeback. Was erwartet den Zuschauer und wie sind eigentlich die Regeln? Die 4 Teams, die jeweils aus 5 Promis bestehen, stellen sich unterschiedlichen Aufgaben und erspielen dabei jeweils Geld für den guten Zweck. Das Besondere in Fort Boyard sind die spektakulären Challenges, in denen die Kandidaten körperlich und psychisch an ihre Grenzen gehen müssen. Hier bestehen nur die sportlichsten, die tapfersten und die härtesten, erklärt Moderator Matthias Killing, 38, vor Ausstrahlung der ersten Sendung. In jeder Folge müssen die Promis Jagd auf insgesamt 15 Schlüssel machen und damit am Ende in einer von Tigern bewachten Schatzkammer ihre Gewinne einheimsen. Vorher müssen sie jedoch noch an Lord Boyard vorbei. Welche Promis sind überhaupt dabei? In Fort Boyard tritt auch in der neuesten Staffel geballte Promi-Power an. Doch natürlich nicht alle auf einmal. Zum Start am 5. September werden Sarah Lombardi, 25, Nina Morgadam, 37, Jochen Schropp, 39, Julius Brink, 36, und Ross Anthony, 44, ihrem Schicksal überlassen. Eine Woche später stellen sich Mario Basler, 49, Sarah Knappig, 31, Jürgen Milski, 54, Karina Spack, 21, und David Odonkor, 34, den Aufgaben. Am 19. und 26. September geben sich dann noch Oliver Pocher, 40, Fabian Hambüchen, 30, Evil Jared, 47, Fernanda Brandau, 34, Jessica Pasca, 28, beziehungsweise Thorsten Legert, 49, Sebastian Fobe, 32, Linda Hesse, 31, Evelyn Burdecki, 29, und Eloide Jung, 45, die Ehre. Seit wann gibt es Fort Boyard im deutschen Fernsehen überhaupt? Es ist erst die 5. Staffel der Spielshow, die nun im deutschen Fernsehen gezeigt wird. Los ging es aber bereits vor knapp 30 Jahren, im Jahr 1990. Damals adaptierte ebenfalls Sat.1 das neue Format aus Frankreich für das hiesige Fernsehen. Erst 10 Jahre später, von 2000 bis 2002, zeigte der Schwestersender ProSieben 2 weitere Staffeln. Die bislang letzte Ausgabe von Fort Boyard lief auf dem kleineren Kanal Kabel 1 Anfang 2011. Promis nahmen übrigens erst ab der 2. Staffel teil. Unter anderem gaben sich schon Arabella Kiesbauer, 49, Martin Semmelrogge, 62, Hannes Jennecke, 58, Barbara Schöneberger, 44, oder Stefan Mross, 42, die Ehre. Gibt es Fort Boyard auch in anderen Ländern? Und ob? Die Spielshow Fort Boyard gilt als eines der erfolgreichsten Game-Formate im internationalen TV. Ursprünglich wurde das Konzept in Frankreich entwickelt und mittlerweile in mehr als 33 Ländern vermarktet. Bislang wurden unfassbare 1700 einzelne Sendungen produziert, allesamt mit einem ähnlichen Konzept, das im Laufe der Jahre nur punktuell angepasst und modernisiert wurde. In Schweden zum Beispiel ist Fort Boyard absoluter Kult- und Zuschauermagnet. Dort werden regelmäßig mehr als 50% Marktanteile erzielt. Übrigens, 2009 nahm die US-Schauspielerin Eva Longoria, 43, an der französischen Version der Show teil und heimste mit ihrem Team damals 22.340 € ein. In vielen Ländern treten aber keine Promis gegeneinander an, dort kann sich jeder für eine Teilnahme bewerben. Was ist das Fort Boyard für ein Gebäude und wo liegt es? Das Fort Boyard ist eigentlich eine militärische Festung vor der französischen Atlantikküste im Département Charente-Maritime. Das beeindruckende Gebäude ist 61 Meter lang, 31 Meter breit und hat eine Höhe von 20 Metern. Unter Napoleon wurde im Jahr 1801 mit den Bauarbeiten begonnen. Komplett fertiggestellt wurde das Fort erst im Jahre 1857. Echten militärischen Nutzen hatte es aber nie und wurde später sogar zum Gefängnis umfunktioniert. Die deutsche Luftwaffe nutzte das Fort sogar als Zielobjekt für Übungen während des Zweiten Weltkrieges. Inzwischen befindet es sich im Eigentum des zuständigen Departements und dient auch als beliebte Filmkulisse. Unter anderem wurden hier der Spielfilm Die Abenteurer mit Alain Delon, 82, und Das Ruhekissen mit Brigitte Bardot, 83, gedreht.